Ja, und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Minecraft Infinite World. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und mir ist was dekorativ sehr Merkwürdiges aufgefallen. Hier das ganze Tor, das sieht ja noch ganz cool aus, muss ich zugeben. Aber hier sieht es merkwürdig aus. Hier sieht es aus wie Minnie Maus oder sowas, ne? Und, jo. Ist nicht so schön, deswegen werde ich das hier jetzt mal so abreißen. Und werde das Tor so rumgestalten, dass ich hier Holz mache. So. Den Boden müssen wir noch ausgleichen. So. Und dann machen wir hier. Machen wir es gerade umgedreht. Machen wir hier den Stein rein. So und so. Naja, sieht auch scheiße aus. Okay, wir überlegen uns da noch was anderes, was Hübscheres. So, ja. Wir sind wieder zurück hier. Minecraft Infinite World. Wir sind hier momentan ja schön am Botania bauen. Ausbauen, rausziehen und, ne? Wir wollen ja hier noch einiges dazu haben, wie zum Beispiel, was ich ja als Ziel hatte, jede Pflanze so aufzubauen. Und, ja. Einfach nur als kleines Zwischenziel für Botania. Natürlich will ich auch die Rüstung machen. Ich will jetzt so ziemlich die Botania-Mod mal durchspielen, erstmal. Es dauert bloß bei mir ein bisschen länger, ist halt so. Ich werde zwischendrin auch immer mal was anderes machen. Aber wenn man sich jetzt hier anguckt, es gibt halt unzählig viele Blumensorten. Und hier die schon alleine alle in solche schönen reinzubekommen, wird ein bisschen dauern. Was noch dazu kommt, ist, wir wollen natürlich auch das Tor machen, um die Terra-Rüstung zu bekommen. Ja? Dazu brauchen wir Terra-Steel-Ingots. Und die kriegen wir halt nur, indem wir wie war das? Ich glaube, das kriegen wir nur, wenn wir es tauschen gegen ach, wie war's? Mana-Ingots, glaube ich, durch das Elfentor oder sowas. So in der Richtung, ne? War doch irgendwas in Botania drin gestanden. Naja, egal. Werden wir mal schauen. Müssen wir schauen. Und jetzt erstmal dann zu dem ganzen Rest. Was ist das? Der trieft ja richtig. Ist ja eklig. Okay. So, dann noch die Waffen, die es da gibt. Die Axt sieht cool aus. Schon allein deswegen will ich sie haben. Ja, gut, ob es jetzt eine Axt ist, ja, schauen wir mal. Ja, und ja, da kommt noch einiges auf uns zu. Da gibt's noch einiges, was man hier so tun kann. Ich meine, es sind 5 Seiten. Mana wird ja produziert, das ist sehr schön. Inzwischen funktioniert hier ja auch alles. Wir werden jetzt hier noch ausbauen. Hier möchte ich jetzt gleich mal die 64k reinmachen. Das machen wir, glaube ich, jetzt direkt. Die sind ja inzwischen schon recht schnell gemacht. Hier, das Zeug wird langsam voll. 64k. Ach, siehst du mal. Wir können uns sogar noch 4 machen. Na, das ist ja auch schön. 64k. 1, 2, das machen wir mal raus. 3 und 4. Können wir uns direkt mal 4 Stück machen. Das ist ja sehr praktisch. Ich habe die nicht vorbereitet. Die waren scheinbar noch vom letzten Mal da drin. Das ist auch sehr schön. Das erspart uns Zeit. So, dann können wir hier die hier reinschmeißen. So, dann haben wir hier mal ein paar 64k drin. So. Der Boden, ich bin jetzt gerade so am Zwiespalt. Wir brauchen extrem viel Mana, um dieses Tor zu öffnen. Ne? Das ist nicht einfach mal so 0815 hingestellt, wie beim Nether, angezündet und dann haben wir das. Wir brauchen sehr viel Mana. Und ich zeige euch das mal. Ich kann es ja ganz kurz mal. Ich bin mal jetzt zu frech. Und zeige euch das mal ganz kurz bei Schuster. So, wie er es so ziemlich aufgebaut hat. Man sieht schon,
Er hat hier ordentlich Mana-Pools stehen. Was ist denn da? Ah ja, für Terra-Steel. Ruckel. Ich will dir jetzt nichts sagen, ne? So. Was ist das? Oh, wie cool ist das denn, bitteschön? Oh, wie geil. Das kenne ich gar nicht. Haha. Ja, ich glaube aber, das ist mehr so dekomäßig draufgesetzt. Ja, dann müsste man hier mal. Ich werde mir das so ein bisschen als Vorlage nehmen, bin ich ehrlich, weil warum denn nicht, ne? Das ist wahrscheinlich der Gaia, genau. Ja, ich muss mich da noch ein bisschen durchfutzeln, ne? Wird noch ein Augenblick dauern, aber es wird gehen. Ja, wie cool ist das denn, bitteschön? Oh, Blacks Haus bekommt ein zweites Stockwerk. Das ist ja schön. Man kann ja hier mal so ein bisschen gucken, ne? Da wird auch gebaut, da wird schön gebaut. Da ist das Dorf ohne Dorfbewohner. Das ist cool. Ich feier das jetzt voll, ne? Kriege ich die auch so wieder aus? Ja, cool. Ey, ich hab das nicht gewusst. Das ist ja cool. Gefällt mir viel mehr als die andere Karte. Die ist größer vor allen Dingen. Zumindest kommt es mir so vor. Okay, was waren wir gerade am machen? Alles vergessen. Ja, ich wollte Fassaden noch machen. Für unten Fassaden. Nochmal ein 64er Stack. Mit dem Holz. Genau, mit dem Holz, richtig. So. Das raus, das rein. Und dann so. Dann kann das hier schon mal machen. Das ist so eine nebensächliche Sache. Wir waren hier unten beschäftigt. Immer noch. Und wollen uns jetzt mal eine neue Blume machen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal an eine neue Blume dran. So, dass wir nicht jeden Tag hier bauen müssen. Das heißt, wir räumen mal unser Inventar leer. So, einmal leer machen bitte. So, die ganzen Kabel schmeiße ich auch mal hier mit rein. Gut, was für eine Blume wollen wir als erstes mal? Oder wollen. Ne, weißt du was? Wir machen erstmal die hier. So, die Ender Flames. Die hier da, so, so. Ender Flames. So. Okay. Eine Wii? Eine Nintendo. Okay, warum nicht? So, was brauchen wir? Wir brauchen die Ender Flames und wir brauchen so Floating-Dinger. So, die Floating brauchen wir dort. Wir brauchen. Das und wir brauchen die hier. Müsste man eigentlich alles haben, ne? Gehen wir als erstes hin und machen mal das da. Okay, die haben wir nicht. Wir haben die ganzen Blumen haben wir schon gekillt. Claw haben wir gar nicht. Okay. Wir nehmen uns jetzt einfach mal die hier raus. Dankeschön. So, dann haben wir das hier. Danke. Dann brauchen wir. Haben wir die nicht schon? Nee, dazu brauchen wir Gras. Das ist Dampfgras. Wir brauchen richtiges Gras, ne? Okay, dazu brauchen wir eine Schere. Und müssen Gras sammeln gehen. Okay. Okay. Geht so schneller. Oh, ich habe einen Geheimausgang. Sehr schön. So. Hier tun wir mal Gras sammeln. Warum auch nicht? Wer sammelt nicht gerne Gras? Schön. Wo war mein Eingang jetzt? Das war ein. Ah, da oben.
So, hallo, bin zu Hause. So, wir brauchen das Gras jetzt erstmal. Das machen wir jetzt am besten einfach. Zack. Dankeschön. Kann ich damit auch irgendwas machen? Nö. Okay. Das ist theoretisch Müll. So, dann können wir hier den hier reinsetzen. Dankeschön. Achso, wir bräuchten vielleicht auch 5 von denen. Na gut, wie viel ist eigentlich egal. Hast du nicht genug Mana? Klappt's nicht oder was mit der Produktion? Schade. So, Achso, ja. Ja. Das, dann Glowstone. Dann geben. Hä, wie geht das jetzt schon wieder nicht? Was für eine Scheiße. Betrug. 3. Ah, da. Und 4. So. Dann kommen wir dahin wieder zurück. So. Zack. So. Und jetzt brauchen wir noch die Endoflames. Habt ihr das gesehen? Die hat eine Blumentextur. Haha. Ich habe einen Bug gefunden. So. Einmal, zweimal, dreimal. Und viermal, fünfmal. Fünfmal! Wow, wir können zählen. Ich bin begeistert. So. Sieht doch viel cooler aus, ne? Irgendwie so mystisch. Mystisch-magisch. Können wir das sein? Können wir das auch mit der Pure Daisy machen? Yay! Können wir auch machen. Okay, machen wir auch gleich. Das heißt, wir brauchen ein paar Blumen. Aufpassen, dass wir die Jade nicht abreißen, ne? Wäre ein bisschen dappisch. Warte. Spreeder. Mein wunderschönen Star. Okay, gut. Damit füllst du. Ja, hat ja eigentlich genug, ne? So gesehen. Okay. Trotzdem, machen wir mal weiter. Machen wir mal hier weiter, Glowstone. Ich hole mir mal schnell noch ein bisschen Glowstone. Hier ist so. Glowstone. Können wir ja mal hier reinschmeißen. Ich glaube, Dün hatte leichte Probleme mit Glowstone. Ich weiß gar nicht, ob er das in der Zwischenzeit schon geregelt hat. Falls nicht, ich glaube, ich werfe ihm später mal einfach so einen Kasten mit so ein paar Stacks Glowstone hin. Wenn er da. Wenn er sie braucht, braucht er sie. Wenn nicht, dann halt nicht. Aber ich habe ja mehr als genug, muss man sagen, ne? So. Und dann hätte ich gern. Ich glaube, ich habe gar nicht so viele Seeds. So. Die machen wir jetzt alle mal so. Bis wir keine Seeds mehr haben. Und dann müssen wir uns mal wieder um Gras kümmern. Soll ich eine Farm bauen fürs. Hey. Fürs Gras? Kann man da eine Farm bauen? Oh ja, okay, jetzt sind die Seeds weg. So, Pure Daisy. Einmal. Und zweimal. So, dann darfst du jetzt mit dem. So, bitteschön.
So, jetzt haben wir schöne Fliegerin. Jetzt nehme ich mir mal nochmal so zwei, drei Stacks davon raus. Mach die mal hier rein. So. Dass sich das Ganze auch lohnt. Das ist wunderschön, muss ich sagen. Was denn das? Okay. So, wisst ihr was? Ich habe eine Idee. Was haltet ihr davon, wenn wir hingehen und sagen, wir machen die Blumen nicht hier rein, sondern hier draußen hin. So immer so, zack, 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 auf der Etage. Oder sollen wir sie doch lieber hier machen, zum Tor dann hin oder sowas? Müssen wir uns mal überlegen, wie wir es am schönsten machen, dass das auch schön zur Geltung kommt, dass wir diese Blumen halt alle haben, ne? Ich glaube, wir machen das. Wir machen das hier hin. Hier ist so. Oh, da habe ich eine Idee. Wir machen das so, dass wir das hier immer reinbauen. So. Zack. Und hier dann die Blume. Zum Beispiel. Dann machen wir jetzt. Mach mal. Wir machen uns jetzt. Wir machen uns noch eine Daisy. Dass wir die schon mal haben. Wie die Daisy geht wie. Das waren bloß die Weißen in das Wasser. Genau. 1, 2, 3, 4. Mir war es ja nicht. So. Ach so. Und wir brauchen noch natürlich die Seeds. Die Seeds vergesse ich immer wieder. Seeds haben wir keine. Haben wir oben Seeds. Hier haben. Ne, das sind Sugarcane Seeds. Die brauche ich nicht, aber die Seeds habe ich. So, das heißt, wir werden uns als nächstes. So, danke. Wir werden uns, so komisch sich das jetzt auch anhören wird, das funktioniert wunderbar. Wir werden uns. Ach so, wir haben kein Gras mehr. Wir werden uns eine Farm bauen. Eine. Seed Farm. Einfach nur eine Seed Farm. Wo wir. Wir haben ja draußen. Wir, genau. Nee, wir brauchen gar keine große Farm zu bauen. Wir haben ja draußen. Unser Feld. Da können wir das eigentlich nutzen. Sagen wir mal. Ja, für halt, ne? So, dankeschön. Ja, das können wir machen. Wir benutzen draußen unser Feld, machen einen Harvester hin, machen dann an den Harvester, gehen wir hin und machen, warte mal. Das brauche ich doch gar nicht mehr. Das passt doch. Wieso? Eben. Okay, hat ein bisschen gehangen, scheinbar. So, die erste haben wir. Und zack. Und die leuchtet sogar. Das ist das Schöne. So, die Pew Daisy. Sollen wir das noch drüber schreiben? Ja, könnte man eigentlich machen. Ne? Ja, dass wir die Seeds halt immer haben. Ne? Aber dann werden es gleich wahrscheinlich so viele. Dann müssen wir das in eine. In Deep Storage Unit machen. Sonst wird es zu viel. Ne? Sonst wird es einfach zu viel. So. Okay. So, jetzt bin ich gerade am Überlegen. Ja, wir machen ein Schild. Ne? Sick heißt das, glaube ich. Gell? Kann es sein? Sick, ja. So. So, wie wird die geschrieben? Pure Dicey. Okay. Pure Dicey. So? Ja, glaub schon. Wenn nicht, ist ein Schild, kann man wieder abmachen. Warte. Unterstrich. Dicey. Ne? Jo. Finde ich schön. Finde ich cool. Pure Dicey. Dann kann man hier so lang gehen und sieht dann, oh toll, Pew Daisy und bla und Schwall hier dann auch noch rein.
Hier komplett, das Netherportal kommt noch weg. Hier drüben an der Wand noch entlang. Also hier will ich das dann auch haben, ne? Weil ich krieg nicht alle hier an die Wand dran. Und ja, cool. Freue ich mich drauf. Okay. Dann können wir die Ender Flame können wir dann auch machen, aber die muss ich ja, glaube ich, jetzt erstmal noch erstellen. Da muss ich erstmal die Materialien noch reinschmeißen. Gut, wir sehen uns aber in der nächsten Folge wieder. Das machen wir dann alles in der nächsten Folge. Gucken wir mal, wie weit wir kommen mit den Blumen. Bis dahin sage ich Tschüss und haut rein.